Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ein bisschen später als üblich, aber eben gerade hat Call of Duty zusammen mit Infinity Ward den Blogpost zu den neuen Tarnungen und dem Progression-System rausgehauen. Und während das Progression-System im Prinzip das ist, was wir kennen, Seasonal Prestige, was keiner von uns will, mit 3 täglichen Challenges, und wenn man diese 3 täglichen Challenges macht, kriegt man eine letzte Challenge dann für diesen Tag. Da gibt es dann 2 Optionen, die man wählen kann. Man kann die auch parallel machen, und die schneller geht, reicht dann schon, und ihr kriegt die XP, nur XP, nichts anderes für den Tag. Und nach 24 Stunden erneuert sich das Ganze im Prinzip. Was aber, und das Ganze geht übrigens auch ins Backups, da könnt ihr dann auch grinden. Das heißt, ihr könnt im Prinzip alles grinden, XP sammeln, wie wahnsinnig. Leider, ihr geht auf Level 55, danach ist dann Level 100, 200, 500.000, völlig unbedeutend, kein Prestige und kein gar nichts. Aber der fetteste Bombenüberraschungswin, Fucker, ist die Art, wie wir dieses Jahr Tarnung erspielen. Und während Vanguard mit Abstand die allerschlechteste, schlimmste Art hatte, Tarnung zu erspielen, mit bestimmten Aufsätzen, mit 300 Weitschüssen, mit 500 Headshots, also wirklich richtige Kacker, haben wir dieses Jahr etwas, was ich so... Ich würde gerne weinen, Leute. Ich würde gerne weinen. Ich nehme euch mit. Ich zeig's euch. Lasst ein Like da, bitte. Das hier ist das Progression-System für all die verschiedenen Varianten. Kampagne, Multiplayer, Warzone, bla bla bla. Könnt ihr euch alles durchlesen? Ist alles jetzt nicht kompliziert? Und es wurde es dann kompliziert. Und ich will euch die wichtigsten Sachen beibringen. Erstmal, dieser Weapon-Slider, der Aufsatz-Slider, der in der Beta nicht mit drin war, der ist jetzt drin. Das heißt, den haben sie nicht gecancelt, sondern einfach aus der Beta rausgenommen. Ihr könnt für bestimmte Aufsätze hier mit diesem Slider entscheiden, in welche Richtung die Waffe und die Funktionalität dieses Aufsatzes gehen soll. Das bedeutet, mit dem Slider hier könnt ihr den zum Beispiel nach komplett links ziehen. Aim Walking Speed, das heißt, wie schnell könnt ihr, während ihr im Scope seid, laufen. Könnt ihr komplett hochknallen. Das bedeutet dann aber, dass, wenn ihr im Scope seid, das Visier ein bisschen mehr shaket, und hier wird sich dann eben auch ändern, wenn ihr hier rangeht, entweder nach oben, was bedeutet weniger Rückstoß, dafür eine langsamere Aimdown Sight Time, das heißt, wie schnell ihr im Scope seid, oder ihr wollt snappen sozusagen, also instant im Scope sein, dafür ist der Rückstoß größer, und das geht dann eben hier zum Beispiel für ein Underbarrel für verschiedene Aufsätze. Habe ich ein bisschen Sorge, dass das A, Sachen ultra kompliziert macht, B, dass es kaum möglich ist, das ordentlich zu balancen, weil jetzt hat man nicht nur die Pros und Cons der Aufsätze, die man balancen muss, sondern wie weit man diese in die Extreme ziehen kann. Kann aber auch dafür sorgen, dass es super unterhaltsam spannend wird, muss man abwarten, ist auf jeden Fall jetzt im Gunsmith mit drinne. Freischalten tut ihr das, wenn ihr eine Waffe auf Max Level habt. Dann schaltet sich das hier frei und ihr könnt sie dann adjustieren sozusagen. Hier ist es dann Max Level auf einer Waffe, die im Gunsmith ausgerüstet werden kann. Erlaubt es dann, weil es unlockt, den Tune-Button. Das ist dann der hier und der hier. Bin ich gespannt, wie das jetzt am Ende läuft. Wird natürlich für Content super sein. Man kann da sehr, sehr viele Feintunings machen, mit euch drüber sprechen. Finde ich ganz cool. Spec Ops, all diese Sachen, und jetzt Leute, Like da lassen, Abo da lassen, geisteskrank, das geht heute noch online, egal wie spät es ist, egal, scheiß auf den Algorithmus. Waffentarnung. Ihr kennt es noch aus Vanguard in den letzten Jahren, es wurde immer mehr. Weitschüsse 100, dann 200, plötzlich 300 Weitschüsse, 100 blutrünstig, 100 gnadenlos, 10.000 Nukes mit der Waffe ohne Aufsätze. Letztes Jahr mussten wir für gewisse Aufgaben die Waffe Max Level haben, dann mussten wir gewisse Aufsätze auswählen, das ist weg. Ihr könnt die Tarnung für die Waffen mit allen Aufsätzen machen, die ihr wollt. Ihr könnt es ohne Aufsätze machen. Das ist euch komplett überlassen. Und wir alle Content Creator, sind hier ziemlich verarscht worden. Wir haben ja verschiedenste Waffentarnungen bisher gesehen, die mit denen, die wir jetzt hier gleich sehen, nicht mehr viel zu tun haben, um ehrlich zu sein. Da sind wir komplett verarscht worden. Und auch Herausforderungen, die auch nicht mehr passen. Es gibt 4 Tarnungen dieses Jahr, Leute. Gold, Platinum, das ist Diamant. Dann gibt es Polyatomic und Orion. Orion ist die letzte. Und jetzt kommt es. Für die Goldtarnung braucht ihr bei der M4 zum Beispiel nur 4 Aufgaben. Bei dem RPG-Raketenwerfer braucht ihr nur 1 Aufgabe. Platinum bekommt ihr, wenn ihr eben die Mindestanzahl, es sind 51 Waffen auf Gold habt, dann, oder eben Platinum bei den ARs sind es glaube ich 7 oder 8 oder 10. Wenn ihr die auf Gold habt, kriegt ihr Platinum.
Wenn ihr alle Waffen auf Gold habt, habt ihr überall Platinum und bekommt automatisch dann, wenn alle 51 durch sind, Polyatomic. Und jetzt passt auf, wenn ihr Polyatomic bekommt, bekommt ihr automatisch zusätzlich die Orion-Tarnung. Das heißt, ihr habt alle Waffen fertig und bekommt zwei Mastery-Tarnungen dazu. Meiner Meinung nach sieht Orion ein bisschen aus wie Black Sky und ja, ich weiß nicht, was da noch zukommen soll. Hier seht ihr das, denn das ist ganz normal Gold. Das hier ist Polyatomic. Polyatomic, ihr seht, Griff, Magazin, Schaft, vorne die Mündung ist noch nicht gefasst. Und wenn ihr dann aber die andere, die Orion, ausrüstet, sieht es so aus. Ob sie animiert ist oder nicht, kann ich euch aktuell nicht sagen. Aber sieht schon verdammt sexy aus. Wenn DLC-Waffen dazukommen, mit der ersten Season, zweiten Season, könnt ihr, wenn dann ein AR kommt, statt einer AR von den Basiswaffen, eine AR aus den DLC-Waffen auch hochleveln, die Camos machen, gilt trotzdem für Gold, Diamant, Polyatomic und Orion. Und jetzt ist das Spannende, was ich hoffe, ich habe es jetzt mittlerweile richtig verstanden. Hier steht es. Die M4 hat folgende Base-Camo-Challenges. Das heißt, wenn ihr auf der M4 die Basis-Camos freischaltet, könnt ihr diese Camos auch auf der M16 benutzen und auf der AK-74 und sonst wo. Die vier Aufgaben. Kriegt so und so viel Kills für die erste Tarnung. Dann bei Waffenlevel zum Beispiel 7, 8, 9, 10 schaltet sich frei, kriegt so und so viel Kills ohne nachzuladen mit der Waffe. Dann bei der M4 bekommen ab Level 13 zum Beispiel so und so viel Doppelkills mit der Waffe. Dann die nächste Challenge. Die letzte ist dann meistens ab Level 20. Die Waffen scheinen nicht viel höher zu gehen. Triple Kills mit der M4. Vier Aufgaben, keine Weitschüsse, keine Headshots, keine an der Wand klemmen, kein überhaupt nichts. Ich habe mich so krass geirrt. Alle eigentlich. Und hier alle Waffen, die keine Aufsätze haben, so wie die Raketenwerfer, haben nur eine Aufgabe, um sie auf Gold zu machen. Beim Raketenwerfer so und so viel Kills damit. Leute, lasst ein Like da. Das ist das Geilste, was es gibt. Wir haben mehr Waffen, mehr Tarnung, weniger Bullshit-Aufgaben. Und damit schaltet ihr das dann in den Waffen jeweils frei. Das heißt, das neue Camo-System gilt für alle Post-Launch-Waffen eben auch. Das, was du editieren kannst, weil du Aufsätze machen kannst, kannst du irgendwo freischalten, auf eine andere Waffe drauf tun. Da dieses neue System bedeutet weniger Challenges für jede Waffe, mehr normale Tarnung für jede Waffe und ein schnellerer Weg, jede einzelne Waffe auf Mastery Gold zu bekommen. Wenn ihr dann Gold auf der Waffe habt, müsst ihr es in jeder Waffenkategorie machen, bla bla bla. Und dann geht es eben zu Platinum. Jetzt folgendes. Das sind die Waffen, für die es das gibt. Das heißt die Melee Weapons, die Raketenwerfer, die Zweitwaffen, die Sniper, die DMRs, LMGs. Das ist jetzt alles nichts Neues für euch. So, und jetzt passt auf. Platinum, damit man Diamant bekommt, bedeutet, ihr müsst nur die Minimumanzahl, eben wie ich es gesagt habe, von den Goldwaffen in einer Kategorie machen und dann habt ihr sie. So, und wenn da eben neue AR kommt, kannst du eins der ARs aus der ersten Season oder vor der ersten Season skippen und machst lieber das. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine AR findet, die absolut scheiße ist, und eine heftige Meta-Waffe kommt in der ersten Season, bis dahin werden die wenigsten von uns fertig sein, könnt ihr einfach die neue DLC-Waffe hochleveln und habt trotzdem dann am Ende 51 Waffen mindestens und kommt eben da zu Polyatomic, was sehr cool aussieht. So, diese finale Master-Camo ist eine neue Herausforderung, eine Herausforderung für jede einzelne Waffe. Und jetzt passt auf! Die M4 Polyatomic Camo ist anders als eben die RPG 7 Atomic Camo. Polyatomic klingt ein bisschen komisch erstmal. Habt ihr diese Waffe dann mit der einen Aufgabe frei, seid ihr damit fertig. Das ist absolut krass. Wenn ihr die Waffen durch habt, dann habt ihr eben die einzelnen Slider und hier sind dann für die Weapon Masteries, das heißt, wenn ihr es noch weiter treiben wollt, sozusagen, damit ihr da eine Calling Card, einen Waffencharm, noch was bekommt, könnt ihr, wenn alles durch ist, euch das anschauen und müsst dann mit einer gewissen Tarnung drauf verschiedene Aufgaben machen, zum Beispiel Orion Camo und dann, wenn Orion Camo drauf ist mit der M4, 400 Kills und dann bekommt ihr eben ein Emblem, eine Calling Card, für die, die es dann noch weiter treiben wollen. Absolut
absolut genial. Es ist neu, so hatten wir es noch nicht. Und ich bin so, so froh, wenn das wirklich so umgesetzt wird. Wir brauchen nicht mehr auf Aufsätze achten. Wir können viel, viel schneller vorankommen, um überhaupt schon mal Tarnung zu haben. Das Waffenleveln, so sieht es bisher aus, scheint schneller zu gehen. Der Grind wird trotzdem lang sein, aber er wird mehr Spaß machen, weil weniger Challenges dabei sind, die Bullshit sind. Leute, meiner Meinung nach, dicker Win. Lasst ein Like da. Ich feiere jetzt.